Oh, Bomben! Bombenkarts, ganz gefährlich. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, wie man hier geohnt, oder was? Das Jonglieren ist übrigens auch sehr gut gemacht, nur leider sieht man es bei mir nie. Naja. Ich hab doch... Wollt ihr mich verarschen? Willkommen zurück zu Mario Kart Double Dash. Ich nehme hier auf wie verrückt. Wir sind angekommen im 100er CTM. Und ja, wir haben das Datamobil bekommen. So, mit Zufall, okay. Und jetzt kommen wir zu den nächsten Leichtgewichten. Koopa und Paracoopa. Wir haben schon das normale Kart. Wir haben aber auch schon das Paracart freigespielt. Die Kinderwagen Datakiste, glaube ich, die heißt Datakiste. Und ja, ich denke, das hier würde sogar noch zu Koopa passen. Aber wir nehmen... Irgendwie reizt mich das Paracoopa. Ja. Ja, reizt mich sehr. Rot, schöne Farbe. Grün gefällt mir auch. Ja. Dann geht's weiter mit Blumencup. Okay. Das kennen wir schon, glaube ich. Okay. Ja, 100 CTM wird schon ein bisschen heftiger. Muss man sich schon viel mehr konzentrieren. Ich weiß nicht, die Koopas sind eigentlich die Durchschnittsgegner neben den Goombas, aber irgendwie mag ich die Koopas. Gut, für viele ist der Koopa auch der beste Fahrer von Super Mario Kart. Wenn man es so bedenkt. Ha, ich hab Zielwasser. Na? Donkey Kong? Ich versuche nicht, was zu bewerkstelligen. Ich fahre ganz anständig. Die fahren eh schon in alles rein. Oh, Bomben. Bombenkarts, ganz gefährlich. Ein bisschen übernommen aus dem Mario Kart 64, dem Battle Mode. Jo. So. Ansonsten alles gut hier. Mehr kann ich auch nicht. Ah, Mann. Ja, schon gut, schon gut. Mein Pech. Mein Fehler. Ja, die 50 CTM Part waren gut für Themen. Und jetzt brauche ich einfach meine Konzentration, aber ich genieße es auch in vollen Zügen. Auch wenn hier nur Busse fahren. Haha, Flachwitz. Nee! Ah, zu spät. Aber dafür gewechselt. So. Ich weiß nicht, ob das hier eine Rolle spielt, welchen Fahrer man hat. Aber mit Koopas bekommen wir wenigstens schön. Oho. Ach, das war doch jetzt wirklich ein Witz. Ich hätte jetzt ein bisschen zurücksetzen können, aber nö. Naja, was soll's. Es gibt aber auch Pilzkarts. Ja, das ist eigentlich mehr Aufwärmen hier. Damit alle Cups. Oh, drei. Oh, habt ihr gesehen? Retro! Retro? Und ich hätte auch schon auf Retro gemacht hier. Also, es gibt noch Spiegelcup, es gibt noch. Ach, es gibt noch ganz viel. Ich freue mich so richtig drauf. Alles zu spielen, alles zu zeigen. Gut, was kommt jetzt? Diese Strecke hat mir jetzt nicht super gefallen, aber es war nett. Wiederholen muss ich ja nicht drücken. Marios Piste mit dem etwas abgeschwächten Peach-Schloss. Naja, kommt eben vor. Ja! Auf die Millisekunde genau gedrückt. Na, jetzt weiß ich wie. Muss ich es nur noch wiederholen können. Ja, haut doch alles in die Schiene. Ja, übrigens, die Kettenhunde, die Jumps wurden ja immer leicht ein bisschen general überholt.
Und es gab mal eine Diskussion, wieso sehen die eigentlich heute in Anführungszeichen niedlicher aus? Weil die Augen umplatziert wurden. Ganz minimal ein bisschen nach hinten. Und ja, ich finde auch, die Kettenhunde sehen heute viel besser aus als noch zu Anfangszeiten. Da sahen sie schon sehr gefährlich aus. Und heute sehen sie schon fast ein bisschen niedlich aus. Ich meine, jeder weiß, dass die Kettenhunde auf ein Kindheitstrauma von, also Kindheitserinnerung von Miyamoto zurückzuführen sind. Weil in seiner Kindheit gab es einen Hund, der immer so an der Kette gezerrt hat und. Und das hat er dann in den Kettenhund projiziert. Ja, warum nicht? Ich finde die Kettenhunde eigentlich ganz angenehm, wenn man ihnen nicht so nahe kommt. Und was ich eigentlich an dem Spiel sehr feiere, was es danach glaube ich nicht mehr gab, ja sowieso an dem Zweier-Kart, die Animation ist einfach göttlich. Und ja, Nintendo hat gezeigt damit, nach den Bitmaps von Minecraft 64, weiß ich, habe schon mal gesagt, die 3D-Modelle, da haben sie die Grafikmuskeln spielen lassen. Ich meine, was Nintendo 64 zum Super Nintendo ein Quantensprung war das hier auch zum Nintendo 64. Auch wenn das Spiele wie Wind Waker und so nicht so gezeigt haben, aber doch. Konnte sich schon sehen lassen. Und viele Strecken sind in Erinnerung geblieben, sonst wären sie nicht x-mal remaked worden als Retro-Strecken in späteren Spielen. Aber passt schon. Ich find's gut. So, ich gebe mir alle Mühe, den ersten Platz zu verteidigen. Mehr kann ich nicht tun. Es gibt keine Münzen und nichts. Ja, ich bin auch auf Mario Kart 7 ein bisschen fixiert, deshalb warte ich ein bisschen auf Münzen, die gar nicht kommen. Macht ja auch nichts. Die Koopas freuen sich. Zu Recht. Ja, mehr dazu kann ich. Oh, gut ausgewichen. Daisy Stamper, eine Hassstrecke. Hier sowieso, wo man nicht ins Wasser fallen darf. Aber naja. Seht ihr, wie der Turbostab verkackt. Nein. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, wie man hier geohnt oder was? Das Jonglieren ist übrigens auch sehr gut gemacht, nur leider sieht man es bei mir nie. Weil ich so blöd bin. Und die alles reinfahre. Jetzt aber. So, das habt ihr verdient. Hat der Airbag. So. Ja, schön. Ich hätte schießen sollen. Mann, hinten anstellen. So viel schneller ist mir jetzt mit Sternen auch nicht, merke ich gerade. So. Und nochmal, was so schön war. Und euch kriege ich auch noch. Wer immer. Ah. Mit dem Magic Kongs haben sie hier den ersten Platz abonniert. Ja, es sieht so aus, als ob die Koopas hier die Panther für sich gepachtet haben. Aber es ist ja gut. Ich bleib mal bei den Koopas. Also bei dem roten Parakoopa meine ich jetzt. Wenn ich mal Items bekommen würde. Na, wir holen auf. Das ist schon mal gut. So, für dich. Nicht das Item anschauen, also nicht das Hindernis anschauen. Hat man eigentlich in der Fahrschule gelernt? So, wäre schön, wenn ich es noch aufholen könnte. Okay.
Das hat nicht mal viel gebracht. Ist ja nicht schlimm. Ja, schade. Um Haaresbreite. Um Fellhaaresbreite. So. So weit geht's. Kommt unsere Itembox ja nach oben. So, da habe ich hier noch überholen. Danke. Das wird knapp hier. Eine Banane. Feuer mit Feuer bekämpfen. So, das haben wir geschafft. Gibt leichteres, gibt aber auch schwierigeres. Ja, wie sie dann da hinten kommen. Okay, die nächste Strecke ist, glaube ich, Waluigi Arena, oder? Müsst mich irren. Ja. Sehr schön. Waluigi Grand Prix. Wahaha. Naja, lieber normaler Start als gar kein Start. So, also gibt's hier ganz schön zackig zu und her. Mitten im Sprung des Fahrwerks ist auch so ungefährlich. Danke. Den Sieg ist aber toll. Kann sich sehen lassen. So, irgendwie driftet der zu direkt. Das sehe ich nicht schlimm. Auch nicht nützlich. So. Extra für euch. Mach's nochmal. Ja, wir geben nochmal. So, wenn die Banane nicht einsetzen, ist das sicher ein Problem. Die zweite Banane behalte ich. Also, meine behalte ich. Oh, ich wollte nach vorne schießen, hallo? Ich wollte dann nicht Banane absetzen, aber lassen wir es. Hätte gern roten Panzer. Naja. Ich hab doch... Wollt ihr mich verarschen? Sehen, ob das was bringt. Ja, langsam wird's fetzig hier. Wow. Das ist immer noch meine Spezialität. Nochmal, weil es so schön war. Es muss doch klappen. Yes. Und wir sind wieder da. Och, jetzt kommen die noch. Nee. Schade, aber naja. So, jetzt aber. Oh, Pilze. Danke. Ihr Sackgesichter. Einen roten Panzer vielleicht. Nein. Alter! Ja, dann jetzt aber mal Glück, du. Aber nicht lang. Ah, das da wollte ich eben nicht, aber naja. Jetzt schon. Jetzt nicht in das rein. Und geschafft. Hab gewonnen. Läuft. So, man sieht in dieser Aufnahmesession noch. Irgendein Bullybar zu bekommen. Also Special Cup meine ich. Ja, Hemi, es sind so 15 Minuten Pass, das ist ja gut. Und schon haben wir es wieder. Dankeschön. Was gibt's dazu? Also, wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs dabei sein. Bis dann und tschüss. Yes. Wow, Waluigi-Rennen. Tolle Sache.